Ben Affleck ist ein US-amerikanischer Schauspieler, Filmemacher und Drehbuchautor, der erstmals in den späten 1990er Jahren bekannt wurde. Er wurde am 15. August 1972 in Berkeley, Kalifornien, geboren und wuchs in Cambridge, Massachusetts auf. Affleck stand auch in der Öffentlichkeit für sein Privatleben, einschließlich seiner hochkarätigen Beziehungen zur Schauspielerin Jennifer Lopez und zur Schauspielerin Jennifer Garner, mit der er von 2005 bis 2018 verheiratet war. Er war auch offen über seine Kämpfe mit Alkoholismus und Sucht und hat sich für diese Probleme behandeln lassen. Trotz der Höhen und Tiefen seines Privatlebens bleibt Affleck eine respektierte und talentierte Figur in der Unterhaltungsindustrie, bekannt für seine Bandbreite als Schauspieler und seine Fähigkeiten als Regisseur. Ehe ist Arbeit, aber es ist die beste Arbeit, die es gibt. Ich bin ein Perfektionist, aber ich glaube auch, dass Perfektion nicht existiert. Ich denke, viele Leute haben eine falsche Vorstellung davon, was Ruhm ist. Ich denke, sie verwechseln Ruhm mit Bestätigung oder Liebe. Du wirst durch das definiert, was du tust. Wenn du herumsitzt und nichts tust, bist du das. Ich bin wirklich beeindruckt von Menschen, die sicher genug sind, Dinge zu tun, von denen sie wissen, dass sie unpopulär sind, um das Richtige zu tun. Das Einzige, was zwischen dir und deinem Traum steht, ist die Geschichte, die du dir selbst erzählst, dass du es nicht erreichen kannst. Ich glaube fest daran, Risiken einzugehen. Solange du im Spiel bist, kannst du gewinnen. Wenn man jung und erfolgreich ist, ist alles toll, aber man lernt nicht wirklich etwas. Ich bereue viel, aber ich werde nicht darauf eingehen. Ich werde einfach weitermachen. Je älter du wirst, desto wohler fühlst du dich mit dir selbst und deiner eigenen Persönlichkeit und desto mehr lernst du, deine Fehler anzunehmen. Ich denke, jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Man muss nur den richtigen Weg finden, es zu erzählen. Ich glaube, wenn du die Möglichkeit hast, etwas Erstaunliches zu tun, solltest du es tun. Und das ist es, was ich versuche. Ich habe nie das Gefühl, dass ich mit dem Lernen fertig bin. Ich habe immer das Gefühl, dass es mehr zu tun und mehr zu lernen gibt. Ich versuche, mein Leben mit einem Gefühl der Dankbarkeit zu leben, und ich denke, das macht den Unterschied. Sie müssen in der Lage sein, Ablehnung zu akzeptieren, wenn Sie in diesem Geschäft sein wollen. Ich habe gelernt, dass man über sich selbst lachen können muss. Es ist der einzige Weg, in dieser verrückten Welt zu überleben. Ich glaube nicht, dass man jemals zu erfolgreich sein kann. Man muss sich nur immer wieder selbst herausfordern. Du musst wirklich hart arbeiten, damit es so aussieht, als würdest du überhaupt nicht arbeiten. Ich denke, wenn du dich mit positiven Menschen umgibst, wirst du ein positives Leben haben. Ich glaube, dass jeder einen Sinn im Leben hat. Du musst nur deine finden.